Hallöchen, Hallöchen. Ja, wie gestern schon angekündigt, die 300 Millionen haben wir geschafft. Gucken wir mal rein. 318 Millionen haben wir jetzt. Und das Schöne ist, also diese Versorgungsmissionen für die Werften, die kommen jetzt scheinbar immer öfter, oder ich habe sie vorher immer nicht mitbekommen. Also der ursprüngliche Tipp kam von No Scopers. Danke nochmal an dich. Richtig geiles Ding mit den 20 Millionen. Jetzt habe ich verschiedene Missionen bekommen. Ein Sinn dahinter, also die Mechanik hinter dieser Mission, was das triggert, habe ich nicht rausgefunden. Ich habe hier unten bei den Hops, habe ich die 20 Millionen, nee, habe ich eine 2 Millionen Quest, genau. Da habe ich 2 Millionen bekommen. Das Ding hat immer mit den größten Mangel. Da gab es 2 Millionen. Bei denen hier. Die haben nur ein bisschen Mangel. Da habe ich die 20 Millionen Quests gekriegt. Und dann gab es gestern noch eine bei den Teladi hier oben. Ja, da ist alles voll. Und da ist so gut wie alles voll. Für nicht 9 Millionen, wie ich im Kommentar geschrieben habe, es waren dann noch doch nur 6 Millionen. Aber der Hammer, ich bin dann hier mal, bin den Highway Ring, diesen Super Highway, bin ich einfach mal rumgeflogen. Macht er automatisch. Und dann kam ich wieder hier an und zack, habe ich hier gleich noch eine bekommen. Das ist mal richtig cool. Jetzt habe ich Konstruktionsmaterialien benötigt, beide im Profit Center Alpha. Und die erste habe ich ja bald fertig. Und die zweite kam ein bisschen später, da musste ich dann noch 140 Raketenteile zusätzlich, aber haben wir ja. Ja, da gibt es da 11,5 Millionen. Und wir beliefern eigentlich ja, für eine Quest. Und es triggert halt für beide. Das ist natürlich super. Also das werde ich jetzt definitiv weiterverfolgen. Da kann man richtig gutes Geld verdienen, weil Werften und Raumdocks zu beliefern, das machen wir die ganze Zeit. Ja, warum nicht noch extra Credits abgreifen? Super Sache. Oh, dann habe ich hier noch eine Stationsbaumission. Und ja, wieder Verteidigungsstation. Das ist hier oben in stiller Zeuge. Ich habe jetzt mal die beiden Sektoren freigeschalten. Und ich dachte mir, wenn ich doch mal hier bin, ja, dann kann ich doch gleich das Ding innehmen. Also habe ich innerhalb der Quest einfach mal jetzt noch so ein Administrationszentrum dran geklatscht, dass ich den Sektor einnehmen kann. Und fertig ist das. Aber die brauchen hier noch ein bisschen zum Beliefern für die Restmaterialien. Danach schicken wir dann ein Konstruktionsschiff hin. Das wird auch eine Weile brauchen bis da hinten. Ja, aber das passt schon. Und wenn wir hier mal gucken, über unseren kleinen Trick, Bauplätze verwalten, da hinten ist ein K-Cluster. Und also der halbe Sektor ist voll mit Minen. Alles Freundliche. Weiß ja nicht, wer schon mal da war. Wahrscheinlich die meisten. Wir gucken mal kurz rein. Deswegen werden die Kark wahrscheinlich auch gar nicht weit kommen. Aber die generieren sich ja eh erst, wenn man da in die Nähe kommt. Deswegen ist es sehr ruhig. So, hier seht ihr schon alles voll Minen hier. Total irre. Oh, wieder eine. Ach nee, diesmal nicht. Diesmal nicht, diesmal nur ein Datenleck reparieren. Die sind sehr missionsfreudig hier, die Huts. Könnte man natürlich auch sehr gut den Rang steigern. Was wir hier machen können, ich gehe mal in den Langstreckenscan. Ah, das war klar, dass wir jetzt nichts finden. Weil hier sind nämlich Unmengen an Wracks. Und es gibt auch welche, wo Container drin sind. Also da habe ich vor längerem mal ein Video gesehen. Das war auch hier im Sektor. Das wollte ich immer mal testen. Auch wenn in dem Video nichts Besonderes drin war in den Containern. Halt die üblichen Verdächtigen, die man so kennt. Sicherheitsschnall. Oh, da und da. Oh, Ene müsste. Es rappelt in der Kiste. Gut, nehmen wir den. Da müssen wir gleich mal hinschauen hier.
ich rinfliegen? Will ich das? Naja, steigen wir mal aus und gucken uns das einfach mal an, ne? Warum denn nicht? Halt, so, geht. Miep. Nemesis, Angreifer. Also natürlich mit der Rotation ist natürlich ein bisschen doof. Dauert ein bisschen länger. Ah, jetzt sind wir. Jetzt sind wir mit drin. Erwarte Befehle. Hätte er sein können, das klappt schon mal nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo ist das? Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr finden. Ist ja auch doch ein bisschen dunkel hier, oder? Sie sehen? Ich nicht. Da war das, glaube ich, auch nichts. Also ich gestehe, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich habe schon wieder den Drang, in mein Schiff zu steigen. Aber ich weiß, dass es hier was gibt. Ich weiß nur nicht wo. Vielleicht ist das auch gerade ein richtig blödes Schiff, also Wrack. Kann ja auch Sinn. So, jetzt müssen wir erstmal. Na, die werden noch nicht so weit sein. Ach, der braucht nur 4 Minuten. Alles klar, dann haben wir Zeit. Dann haben wir Zeit. Hallo. Hallo. Vielleicht ist es auch von außen. Muss ja auch nicht sein, dass es genau an der Stelle ist. Nee, muss es auch nicht. Was ist das da? Ja. Irgendwo einen Eingang, einen Schacht. Irgend sowas. Ah, da sehe ich. Da. Das sieht doch gut aus. Ich glaube nicht, dass ich das Ding einfach so zerschießen sollte. Ah! Das Ding kennen wir von den Datentresoren. Alles klar. Das ist ja schön, haben wir doch noch gefunden. So. Ey! Uschi! Das ist unfreundlich. Hier keine Bugs bitte. Auch nicht jetzt. Ja, da hänge ich wohl im. Gut, na mal gut, dass ich teleportieren kann. So, versuchen wir den ganzen Spaß nochmal. So, jetzt ist das Ding aber schon wieder sonst wo wahrscheinlich.
dem Spiel gerade los? Zieht man hier nicht rum? Richtig Speed hier. Da, da ist es, da ist es. So, Werkzeug ist ausgerüstet. Hallo? Alter. So, hinein in die gute Stube. Da ist schon mal eine Lu. Gut, zwei Lugen. Da gibt's Geschenke. Container. Jetzt haben wir zweimal Sicherheitsumgehungssystem. Eieieiei. Gut, also das backt hier doch ein bisschen sehr krass. Ihr habt es mal gesehen. Nemesis, Angreifer. Das ist schon übel. Hallo? Nee, das muss ich nicht haben. Zip. Aber ihr habt gesehen, dass es sowas gibt. Das ist doch schon mal was. So, jetzt gucken wir mal. Wir müssen ja hier die Mission fertig machen. Jetzt haben wir ja 24 Smart Chip Fabriken. Und, ach man, ich hätte ja eine, ach, weiß ich nicht, 100. Was? Da wollte ich ja nicht rein. Ich habe übrigens noch, gestern eine dritte Waffenschmiede und heute, also jetzt nochmal zwei, also dass wir insgesamt 5 haben. Weil da ist der Bedarf auch so groß, den kann ich nicht mal ansatzweise decken. Und ich bin schon wieder darin gegangen. Ich will doch nicht in die Bauernsicht, ich will doch hier meinem Frachterchen mal sagen, Kuckuck, Smart Chips. So. Es kann sicherlich auch mal passieren, dass man so eine schöne Quest kriegt hier. Mit Materialien und die Schusswerften brauchen das gar nicht. Weil das kann ich mir ganz gut vorstellen. Bis jetzt passt es noch. Aber wie mit diesen Nahrungsmitteln. Und meine Mama, also wie oft die gescannt werden, also mit Drogen wird man nicht reich, da wird man arm. Ich habe gestern mit den Drogen... Einen Frachter hatte ich ja... warte mal, wo ist denn hier mein Drogen-Hoshi? Da. Ich hatte einen Frachter manuell bedient und den habe ich dann gestern verloren. Ich habe den einfach nur hier runtergeschickt. Hier sollte der ein bisschen Drogen verkaufen. Ja, das ist nicht weit. Genau an der Station wird er gescannt, er wirft alles ab und ich denke mir, ach, nimm das wieder auf. Ja gut, wer sich auskennt, der weiß, dass man das nicht machen sollte. Ja, ja, ich wusste es dann auch, die Station wurde rot und mein Frachter war natürlich in Schussreichweite und war direkt weg. Er hat noch kurz um Hilfe geschrien, aber das war es schon. Naja, dann habe ich mir einen neuen Frachter gebaut und lasse die jetzt automatisch handeln. Da ist die Wahrscheinlichkeit des Scans nicht ganz so hoch.
Also zumindest kommt es mir so vor, wenn ich das manuell mache, dann ist das bei jedem zweiten Scan ist meine Ladung weg. Und ich fliege ja immer mit voller Ladung, mit vollem Laderaum. Vielleicht ist das der Grund, warum die Schiffe hier immer nur ein Viertel voll machen. Das kann natürlich auch sein. Bin mal gespannt, was der hier macht. Ich habe vorhin gesehen, ich habe hier zwei Transporter. Die sind beide zur gleichen Piratenbasis. Der Bedarf wäre komplett gedeckt, also mehr hätten sie nicht einkaufen können, wenn einer seinen Laderaum gefüllt hätte. Nee, da hat der eine ein bisschen und der andere hat ein bisschen mehr. Teamwork, ja. Also Effizienz ist da halt noch ein bisschen Mangelware. Aber gut, die verkaufen und machen und tun. Ich kann hier immer da mal Millionen, da mal eine Million abheben. Ist schon gut. Aber ich baue es auch nicht weiter aus. Das ist für mich nix hier. Dass mir die Polizei immer alles klauen muss. So, jetzt wieder die großen Fahrten mache ich hier schon die ganze Zeit. Da ist jetzt endlich mal Ruhe. Also manchmal kommt mir das so vor, als wenn Antimateriewandler, ich liefere 1000 Stück und dann brauchen sie auf einmal wieder 2000. Das kommt mir so vor, als wenn die das einfach löschen oder rausschmeißen, ja, aus der Schleuse. Aber wahrscheinlich bauen die auch einfach so viele Schiffe. Da gucke ich auch nicht so oft nach. So, fortgeschrittene Elektronikkomponenten habe ich ja auch nachgerüstet. Da brauche ich auch richtig viel. Oh ja, die üblichen Verdächtigen, die üblichen Verdächtigen. Dann kommen wir hier Sonra. Sip, sip. Das brauchen wir jetzt nicht. Hier, da haben wir wieder. Oh, genau, können wir schon voll knallen. Sehr schön, sehr schön. Da gibt es wieder Asche. 3 Millionen für so eine Ladung. Ja, das Nanotronik-Problem hat sich auch gelöst. Mein Preis war einfach zu hoch eingestellt. Musste ich feststellen. Also der Preis war weit über dem von den Handelsstationen hier. Die verkaufen das ja auch. Hier Nanotronik. Ja, und ich war bei 4400 irgendwas. Und deswegen kam dann irgendwann der Punkt, wo sie es nicht mehr haben wollten. Da haben sie es sich hier gekauft. Und ich habe es dann hier an die Station verkauft. Ja, jetzt bin ich mit dem Preis runtergegangen und jetzt wird wieder fleißig bei mir gekauft. Das ist doch supi. So, jetzt guckt euch mal größte Effizienz hier an, ja? Wenn wir Arbeitskräfte hätten, 19.000 in knappen 72, 73 Spielstunden sind wir jetzt. Hätten wir nie und nimmer nie nicht geschafft, dass das irgendwas an Effizienz gebracht hätte. Deswegen von vornherein gleich gelassen. Das Arbeitersystem bringt bei so großen Stationen noch nichts. Nicht, wenn man relativ normal spielt. So, den gucken wir mal. Butch. Smart Chips. Ah, schön, genau. Produziert, produziert. Produziert. So, jetzt Schiffswerft. Die braucht ein bisschen mehr. Halt. So, wie weit sind wir? Wie weit sind wir? Oh, benötigte? Keiner, sehr schön. Jetzt, na, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo wir hier. Da ist auch keiner. Von hier, wo ist der? Der ist da unten. Und der ist da. Der könnte da durchs Tor. Dann hätte das nicht ganz. Naja, die brauchen alle ganz schön lange. Die brauchen jetzt eine Weile. Und ich werde jetzt mal Autopilot eingeschaltet. fliegen. Es wäre schön, wenn es bei diesen Wracks hier, das sind ja eigentlich so Secrets, Geheimnisse, ja, so was man so entdecken kann, wenn da mal was Besseres wäre als das, was man überall kriegt. Dass man da so einzigartige Modifikationsbauteile kriegen könnte. Das würde mich zum Beispiel wieder motivieren. Wobei, dann sage ich mir, nee, ich mache die 8 Stunden.
Expedition. Wenn ich morgens aufwache, bevor ich zur Arbeit gehe, gucke ich kurz rein und dann, huhu, ich hab sie. Ja, das könnte man natürlich auch machen. Der hat. Ach nö. Ja, die Min-Beförderung, die habe ich gestern auch noch gemacht. Damit das mal aus dem Questlog raus ist. Ist ja, ist nicht so wichtig bei den Min. Die großen Fraktionen, da ist alles durch. Ja, und jetzt heißt es ja nur noch die Milliarde sammeln und dann. Hahaha. Da wird aufgerüstet. So mein kleiner Flieg. Autopilot ausgeschaltet. Warte mal, ich hab's doch hier. Nee. Erwarte Befehle. Kriegst du gleich. Selene, Angreifer. Ja. Erreiche stiller Zeuge. 11. Autopilot eingeschaltet. Jo, jo, jo. Da ist mir, also da fällt mir gerade ein. Der Danny hat in den Kommentaren geschrieben, diese Werbetafeln, ja, die man ja für dieses Achievement braucht, kann man ja auch an seiner eigenen Station wegballern. Ja, wieso komme ich nicht auf so eine Idee? Da habe ich mir hier erstmal so kurzfristige Feinde gemacht. Ja, und muss dann oh, schnell weg hier. Ich glaube, das werde ich gleich mal machen. Also, ich weiß ja gar nicht, hat jedes Produktionsmodul so eine Werbetafel? Die haben nur ganz bestimmte, wa? Ich glaube, diese Raumpierer haben welche. Aber auch nicht alle. Ja, das kriegen wir gleich raus. Wir haben ja alles da. Ja. Wenn mein Rechner das mitmacht. So wirklich nah an meinem Komplex war ich ja noch nie. Aber der dürfte noch nicht zu groß sein. Die Frames werden wahrscheinlich einbrechen, das ist klar, aber. Unspielbar sollte es doch hoffentlich nicht werden. Es war ja damals schon so. Oh, X3. Da, Autopilot ausgeschaltet. Alter, wieso fließt du jetzt rückwärts? Was denn los? Was hat der. Was, Autopilot eingeschaltet. Hier, wo. Ich wollte doch nur mal. Alter, was? Hey, das ist der Autopilot übrigens, ja, das bin ich. Ich mache noch was. Das ist Quatsch. Ja, du kriegst auch mal Befehle. Lass uns da erstmal hier. Ach stimmt, ich habe dem noch ja nicht gesagt, was ich will. Hier, das ist ja kein Wunder. Mensch. Da schiebe ich die Schuld gleich wieder auf den Autopiloten, ja? Der war es doch ja nicht. Oh, ich will eigentlich ja nicht in meinen Sektor rein. Auch die Schiffe, die werden da alle. Aha. Autopilot eingeschaltet. Dann machen wir das so. Erreiche System, Profit Center Alpha. Ja, so war das vorhin, bin ich auch so lang und da kommt man ja immer schön an diesen Docks und Schiffswerften vorbei. Mal gucken, vielleicht gibt es ja gleich noch eine Quest. Die kommen aber nicht direkt von diesen Raumdocks, also nicht immer. Es kann auch von irgendeiner Station hier Erreiche im Sektor System, kommen. leuchtendes Versprechen. Deswegen müsste man ja theoretisch hier immer wie ein Wilder. Oh, 5 Millionen, ne. Erreiche System, Dreieinigkeit. Darf aber noch einer. Hey, du nicht so schnell hier, ich komme ja hinterher. So. Da war auch wieder einer. Ich, da war was. Sündhafte Vergeltung. Vielleicht war das ja eine. Die hier bestimmt nicht.
Welche System? Former Nebel. Erreiche System. Nupileus Glück. Ah, oh, der ist so schnell. Autopilot. Doch, das sehe ich. Erreiche System. Oh! Na mal gut. Oh. 23 Millionen. Her damit. Ein Traum. Na, das war doch Eingebung, oder was? Wo ist mein Schiff? Und ich sag jetzt nicht, der hat irgendeinen anderen Befehl noch drin gehabt. Och, Mann, ey. Oder der ist schon vorgeprescht, wa? Ach, da ist er schon. Wieso, weshalb, warum? Bist du da hinten? Weil du weißt, was gleich passiert mit dem Rechner, wa? Absturz. Hallo. Hallo. Letzter Befehl konnte nicht abgeschlossen werden. Was? Das habe ich aber auch noch nicht gehört. Wieso, weshalb und warum? Na, wer weiß. Doch, das hatte ich schon mal. Ich weiß, was es ist, aber ich komme gerade nicht drauf. Also weiß ich es nicht. Da wollen wir gleich hin. Jetzt will ich aber erstmal gucken. Boah, wieder so eine irre Mission. Naja, richtig cool. Feldspulen, Smart Chips, 7000 Waffenkomponenten. Markt? Na, die haben wir schneller fertig als die Smart Chips. Da, jetzt weiter. Die haben wir gleich fertig. Die haben wir auch gleich fertig. Und dann kommt die noch. Also diese Missionen sind der Hammer. Das werden irgendwie immer mehr. Finde ich gut. Wahrscheinlich werde ich in Zukunft nur noch über diesen Super Highway reisen. Brauche ich ja nicht machen. Ich fliege da rein und lass den fliegen. Der fliegt ja immer im Kreis hier. Dann habe ich hier irgendwann 20 so eine Mission. Die haben ja keinen... Nö, die haben keinen Countdown. Boah. Wahnsinn. Wahnsinn, sage ich dazu. Jetzt müssen wir jetzt erstmal müssen wir unsere Quests bedienen. So. Also ich mache das immer stückeweise, weil wenn ich zu viel anhäufe an Smart Chips, dann kann es ja passieren, dass die NPCs kommen und mir das alles wegkaufen. Ja, und dann habe ich ja nichts. Also fliege ich lieber ein paar Mal mehr, ein paar Mal öfter und dann funktioniert das Stück für Stück. Achso, ich muss ja jetzt... Jetzt kann ich ja schon mal die Waffenkomponenten und 7 Feldspulen waren das. Habe ich überhaupt... Ich habe ja erst so viel verkauft. Erstmal gucken. Feldspulen haben wir sowieso. Das kauft doch keiner. Nee. 7 Feldspulen. Und dann Waffen. 955 Waffen. Ja. Naja, dann nehmen wir ein paar Smart Chips mit, dass nicht ganz leer rumfließt. So. Die wollen die Feldspulen nicht. Und die wollen die Feldspulen auch nicht. Da haben wir schon das Problem. Die Feldspulen will keiner kaufen, die wir da abliefern sollen. Also müssen wir darauf achten. Ah, das ist... Das ist immer ein bisschen blöde. Nee, das lassen wir weg. Der soll da oben bleiben erstmal. Der hat ja die 7 Feldspulen in dabei, dann passt das. So, jetzt ab zum Komplex. Erwarte Befehle. In Ordnung. So, also hier habe ich noch 36 Frames. Das passt. Das ist in Ordnung. Gut, mein Sensor natürlich nicht mehr.
ist eine riesen Mauer hier. Wie die Mauer vom Mordor. Nein, es sind nur smarte Chips. Ich habe natürlich diese Pier, die keine Werbetafeln haben. Ne? Frechheit! Na gut. Dann schauen wir mal. Alter. Ist das alles echt so groß? Ich fühle mich gerade so klein. Ich baue das hier immer so nebenbei. Schütze sind da. Was macht der hier? Wow. Also ich habe jetzt noch 15 Frames. Das ist ja, das ist in Ordnung, wenn man nicht wirklich viel machen muss, wenn man hier nur doof rumfliegt. Dann ist das okay, aber ansonsten wäre das nicht sehr nett. Oho. Das sind unsere Siliziumanlagen. Mann, 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 was das für eine Anlage auf der Erde wäre. Die Luftverschmutzung. Da. Oho. Schön. Also wie gesagt, ich war hier noch nie drin. Ich habe mir das noch nie wirklich live angeguckt hier, wie es hier aussieht. Und jetzt habe ich wieder 28 Frames. Ah, schön. Ich sollte aber auch mal auf Werbetafeln gucken, ne? Oh, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Jawohl. Da muss ich jetzt mal kurz einen Screenshot machen. Problem ist, ich gucke wahrscheinlich immer genau dahin, wo Kinz ist. Ihr seht es dann und könnt mir nichts sagen. Schön. Das sieht echt cool aus. Ja, ich sollte mal nicht so rumwundern, ich weiß, aber schön. Veredelt Metalle, ja. Das ist echt das Nice, gefällt mir. Wow, genau, dann können wir uns ja gleich mal die fortgeschrittenen Elektronikkomponenten angucken. Oh, hier wird der nächste Waffenschmiede gebaut gerade. Der vierte, fünfte. Cool. Oh, da leuchten sie schon. Haben wir nur vom Weiten letztes Mal gesehen. Ja. Klasse. Sind doch der Hammer. Und da können wir auch rein. Ist ja bloß ein Kraftfeld. Los, da stehen wir da. Hallo. Da fliegen wir mal rein. Das will ich mir mal angucken. Oh, ist das hier alles ruckelig. Es leckt ein bisschen. Ich werde wahrscheinlich nie wieder hinfliegen. Deswegen will ich mir jetzt wenigstens immer angeguckt haben. Die Produktion. Und hier kleine Roboter. Docken nicht möglich. Der nächste. Das sind meine hier. Bestimmt, weil ich hier im Sektor bin. Nicht abgeschlossen.
Was habt ihr hier für Sorgen? Ja, das ist klar. Jetzt wird hier wahrscheinlich ein Stau entstehen, weil die alle nämlich zu doof sind, anzudocken. Letzter Befehl konnte nicht abgeschlossen. Ist das jetzt dein Ernst? Du bist doch. Das war doch jetzt dreimal der gleiche. Letzter Befehl konnte nicht abgeschlossen werden. Ich hoffe, du hörst damit sofort auf. Bei Sunder, ich hab doch hier nur Sunder. Sundalex. Wer ist denn hier Sundalex? Naja, nicht rumjammern. Ich grüße Sie. Hallo. So, lass mal Chef hier wieder in seinen Sessel. Also auch wenn ich mir sicher bin, dass die Technologiefabrik. Dinger nicht funktionieren. Gut, muss ich ja doch mal testen. So, schickt er jetzt hier mal die Reparaturdrohnen raus? Macht er das? Ist wahrscheinlich noch nicht groß genug, der Schaden. Es kann nicht sein, dass ich in diesem Industriewald hier keine Werbetafeln sehe. Theoretisch sollte ich sie doch alle sollte ich sie doch finden, oder? Tüm, tüm, tüm. Schön. Die Sensorbündelfabriken. Wenn ich mich so dran erinnere, ich habe ja noch nicht viele Werbetafeln zerschossen, aber wenn, dann war das immer an Raumpieren und an meinen gibt's die nicht. Also habe ich die falsche Rasse. Aber ist ja Quatsch, da muss ja jede Rasse was haben. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Die Aufforderung stammt von der Polizei. Da schon wieder. Also Drogen, nee. Muss ich nicht haben. Boah, die Mikrochip-Buden sehen auch riesig aus hier. Riesig. Ja, naja, eine kleine Rundfahrt machen wir noch. Oder einen kleinen Rundflug, besser gesagt. Und wenn nicht, dann, ja, dann nicht. Wenn das Spiel nicht will, dann will es halt nicht. Oder meine Augen, ja. Das kann natürlich auch sein. Aber wenn wir hier nichts finden, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben. Ah ja, hier bei Minute und Sekunde so und so, da fließt sie gerade an so einem Ding vorbei. Und dann gucke ich nach und dann sehe ich, ha, stimmt, da war was. Und dann fliege ich dahin. Oh, was ist denn hier los? Hier ist ja richtig Leben. Das ist schlecht für die Performance. Warum kann man die nicht abschalten? Das war ja damals, wo X-Rebirth rauskam, richtig schlimm. Mit diesen ganzen generierten Minischiffchen. Die sollten Leben simulieren, aber eigentlich haben sie nur eins bewirkt, die Performance im Keller gerissen. So, I'm not amused, aber das Leben ist halt kein Ponyhof. Haben wir jetzt ein bisschen gesucht, nichts gefunden. Schade, schade. Oh, hier die Teladianischen Lager. Die habe ich noch nie groß beachtet. Sie sehen auch cool aus. Riesendinger, die sieht man ja auch so selten, ja, weil Befehle.
Welche Fabrik, welche NPC-Station hat denn solche großen Containerlager? Ist ja doch schon sehr selten. Juli noch rumgewundert jetzt hier. Abflug gibt nichts. Erledigt. Ja, ich gucke nur kurz. kurz noch. Letzter Befehl konnte nicht abgeschlossen werden. Ja, der ist auch von hier. Ja, also die können hier. Die sind zu doof. Die sind einfach zu doof. Hier mein Magneta. Wird wahrscheinlich gleich genau das denselben Funkspruch durchgeben. Also totaler Mumpitz hier. Ich sag euch nicht, was ich gerade machen wollte. Erwarte Befehle. Oh, hier Baulager, das machen wir mal nicht kaputt. Ich dachte gerade, ich bin im Raumanzug und deswegen bin ich auf der Karte und wollte eigentlich in mein Schiff teleportieren und da ist mir dann aufgefallen, ich bin doch in meinem Schiff. Ja. So, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Ne, so spät ist es noch nicht. Daran kann es nicht liegen. So, schnell wieder raus, damit die hier auch mal wieder ihre Ressourcen abliefern können. Erreiche System, Frommer Nebel. Frau mit Nebelchen, Frau mit Nebelchen. So, hier fliegen aber auch die. Ne, das ist ein schlechter, schlechter, schlechter Scherz. Baut immer noch nicht. Ach je, wo ist denn das Konstruktionsschiff hin? Naja, die sind ja sehr, sehr langsam. Wir werden später auch ein paar davon haben müssen. Dann für die Eroberung des Universums brauchen wir schon eine Menge von den Schiffen. An denen will ich auf jeden Fall vorbeiheizen. Und hier will ich auch mal vorbeiheizen. Also. Ja, fliegen wir mal dahin. Autopilot eingeschaltet. Das ist ja wieder so weit. So. So, gucken wir mal. Ah, die haben sich alle verkeilt. Was ist denn hier los? Kann ich weiterbauen? Hier kriegen wir nichts hin. Ich war jetzt eine ganze Weile hier drin. Hat denn die Smart Shift Fabrik auch nichts gemacht? Hat hier überhaupt einer was gemacht? Ich fliege da nicht mehr hin. Insektor funktioniert halt nicht mehr sehr viel. Das musste ich ja schon öfter feststellen. Schaffen wir. Erreiche System. Sündhafte Vergeltung. Guck mal, 333 Millionen haben wir. Dann kriegen wir nochmal 11, 17, nochmal 40 Millionen nur durch Quests. Und dann durch die Verkäufe haben wir, ja, dann sind wir schon wieder bei 400 Millionen. Klasse. Mal gucken, vielleicht speed ich den Rest nur durch. Alter, nicht so rennen hier. Du ist nix. Leuchtendes Versprechen. Gut, jetzt brauchen wir gleich nicht übertreiben hier mit Quests, oder? Sekt. Ach, Nahrungsmittel. Das auf keinen Fall. Ja. Oh, das sind zwei. Nochmal eine Fabrik für 6. Nee, jetzt nicht übertreiben hier. Erreiche
Ihr System, stiller Zeuge. Autopilot ausgeschaltet. Ach, Nahrungsmittel, das ist nicht so mein Ding. Gut, dann können wir hier mal ganz gemütlich stehen bleiben. So, jetzt gucke ich mal, ob der hier die Station hier so ein Ding hat. Ja, hier, sofort sehe ich es. Will ich mich veröppeln? Drohnenbauteile, Fertigung. Die hat sowas. So, jetzt müsste ich da hinfliegen und genau an diesem Ding gucken, ob es auch da ist. Müsste ich theoretisch. Drohnenbauteile, Fertigung. Ich möchte hier. Da. Aber mich jetzt hier in irgendein Schiff drin setzen. Wo ist eigentlich meine Drohnenbauteile, Fertigung? Das ist doch. Das ist. Da. Da ist er. Da ist er. Ja, da bin ich bestimmt gerade drüber geflogen. Da habe ich das nicht gesehen. Aber wenn jetzt schon das erste Modul das macht, ja. So, jetzt kommt Leute. Ich mache jetzt mal hier. Ich jump jetzt mal in meinen langsamen großen Frachter rein. Kann ich helfen? Aber da steht schon halt. Auf Wiedersehen. Ach, du sollst doch nicht abhauen, Mann. Ich will doch hier nur so. Husch, husch. Boah. Schwerfällig. Jawohl. Nur gucken. Nur gucken, nie anfassen. Schießen kann ja sowieso nicht. Ich hab ja keine Waffen drauf. Letzter Befehl konnte nicht abgeschlossen werden. Ach, geht das wieder los. So, da sind meine Waffenbuden. Letzter Befehl konnte nicht abgeschlossen werden. Das hilft aber auch nicht, wenn du das fünfmal sagst. Denkt fest. Nein! Letzter Befehl konnte nicht abgeschlossen werden. Oh, gut, alles klar. Das. Dieses Spiel. Was macht denn mein. Alter, was? Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier aus dem Sektor raus. Ist doch nicht wahr. Wo ist mein. Pause. Wo ist mein Schiff? Ja, das ist doch alles nicht wahr. Erreiche System. Stiller Zeuge. Nemesis. Angreifer. Nee, das ist mir doch alles zu riskant da. Das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Kommkanal offen. Ja, ja. Melde einen Angriff auf diese Station. Verstanden. Strafregister wurde aktualisiert. Unautorisierte Tötung. Was habe ich denn hier getötet? Lebende Werbetafeln oder wie? Oder war gerade der Haustechniker da und wollte das Ding reparieren? So, hier sind wieder alle freundlich. Da ist nix. Was liegt da? Antriebsteile. Oh, jo. Kann man mal liegen lassen. Okay, jetzt ist hier gerade performancemäßig nicht mehr so viel drin. Ja, der hat auf jeden Fall leichte Dellen abbekommen. Mit dem wir hier gerade geflogen sind. Aber ist nicht schlimm. Denke ich mal. Oh, gut.
Na gut, viel weiter sind wir heute, also so vom Spielen her, viel haben wir nicht geschafft, das da oben hat nicht geklappt, ja. Das wollte nicht funktionieren, das eben, das wollte auch nicht funktionieren, irgendwie hat ja heute gar nichts funktioniert. Aber das waren ja alles Sachen, die man ja sonst nie macht. Also die dürfen nicht funktionieren, ist in Ordnung. So, die Quest ist bald fertig, dann wird der Sektor auch noch übernommen. Also, ja. Und dann läuft das hier auch mit den Missionen vorwärts. Die sind ja gleich fertig hier. Genau, 3000 noch. Und 1000 bisschen. Also noch zwei kleine Fahrten und dann sind die Bäder auch fertig. Und dann starte ich die hier. Ja, und dann geht das hier richtig vorwärts. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal dann schon die 400 Millionen haben. Oder 500, mal gucken, vielleicht mache ich einen kleinen Sprung. Ja, gebt mir auf jeden Fall mal Bescheid mit den Werbetafeln, ob ihr bei euch da welche habt, ob ihr das schon getestet habt oder wenn nicht, dann schaut einfach mal bei euch. Vielleicht habt ihr kleinere Fabriken. Dann könnt ihr da mal gucken. Ich in meinem Großen, ich will da jetzt nicht mehr rinfliegen. Ich könnte beim nächsten Mal noch versuchen, zum Drogenkomplex zu fliegen. Der ist ja nicht so groß. Das wäre noch eine Möglichkeit, ja. Ja, aber da wäre mal interessant, wie das bei euch so funktioniert. Hat überhaupt schon jemand das Achievement? Ich glaube, in Steam stand das letzte Mal, wo ich geguckt habe, 0%, dass es noch gar keiner hatte. Ist aber schon eine ganze Weile her. Ja. Gut, ansonsten, ja, sehen wir uns morgen wieder. Bis denn, euer Semira.